Die OMV präsentiert die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2019. Beginnen wir mit den neuesten Highlights. Ein persönliches Highlight im ersten Halbjahr 2019 war zweifelsohne die historische Partnerschaft mit ADNOC, der Abu Dhabi National Oil Company. Wir konnten uns gegen starken Wettbewerb durchsetzen und einen 15%-Anteil an ADNOC Refining sowie einen 15%-Anteil an einem zukünftigen Trading Joint Venture erwerben. Dies ist aus mehreren Gründen eine herausragende Leistung. Es ist das größte je von der OMV getätigte Investment gemessen am Unternehmenswert. Wir erhöhen sofort unsere Raffineriekapazität um 40% und unsere Petrochemiekapazität um 10%. Und schlussendlich macht diese Akquisition, die einen Ertragszuwachs pro Aktie für uns ab dem ersten Jahr bedeutet, Abu Dhabi zu einer neuen Kernregion für die OMV. Eine Integration entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Upstream-Produktion zur Raffinerie, zum Handel und zur Petrochemie. Es gibt nur ein einziges Land in der Welt, wo wir dieses Maß an Integration erreichen, und das ist hier in Österreich. Die wichtigsten Anlagen von ADNOC Refining liegen im Herzen der Ruweis Megasite, des viertgrößten integrierten Raffineriestandorts der Welt. Die Gesamtproduktion beträgt 922.000 Fass pro Tag und die hervorragende Qualität der Anlagen sichert uns sofortige Erträge. Mit Blick auf diese Erträge konnten wir uns auf Rahmenbedingungen für eine umfassende Kapitalallokation einigen, die zwei für uns sehr wichtige Zielsetzungen erfüllt. Erstens Ausschüttung über eine attraktive Dividendenpolitik. Wir erwarten einen Dividend-Yield über 10% in den kommenden Jahren. Und zweitens eigenfinanziertes Wachstum. Die Wachstumsaussichten für ADNOC Refining sind phänomenal und die Projektpipeline enthält einige sehr attraktive Investment-Opportunities. Das Trading Joint Venture, das ich eingangs erwähnte, ist Bestandteil dieser Akquisition und wird eine wichtige Rolle für uns spielen. Die kommerzielle Integration entlang der gesamten Wertschöpfungskette vom Fassrohöl bis zum Endkunden ist ein wesentlicher Bestandteil unseres erfolgreichen Geschäftsmodells hier in Europa. Mit dem Anteil im Handelsgeschäft, das etwa für 70% des Exports der ADNOC Refining-Produktion verantwortlich sein wird, erreichen wir dieselben Voraussetzungen für ein erfolgreiches Geschäftsmodell in Abu Dhabi, wie wir es bereits in Europa haben. Lassen Sie mich noch einen Punkt unterstreichen. Ein 15%-Anteil mag nach nicht viel klingen, aber die Zahl täuscht über unseren tatsächlichen Einfluss hinweg. ADNOC hat uns, OMV, ausgewählt, weil wir eines der erfolgreichsten Downstream-Unternehmen weltweit sind und weil wir bereit sind, diese Expertise in das Joint Venture einzubringen. Der Prozess dafür hat bereits begonnen und gemeinsam mit unseren Partnern ADNOC und Eni werden wir den Wert jedes Fass Rohöls in der ADNOC Refining maximieren. Und dies ist nur der Beginn einer wachsenden Partnerschaft. Im März 2019 haben wir zwei weitere Absichtserklärungen unterschrieben. Die erste im Bereich Petrochemie und die zweite für mögliche Zusammenarbeit im Rahmen der patentierten OMV-Technologie ReOil. In Summe haben wir mit dem Erwerb dieser Position in Abu Dhabi einen entscheidenden Schritt für die Umsetzung unserer Strategie 2025 getan.